Moin moin und herzlich willkommen bei hamburg.de. Wir stehen hier vom wunderschönen Hamburger Rathaus und heute zeigen wir Ihnen die besten Sehenswürdigkeiten der schönsten Stadt der Welt. Das Hamburger Rathaus ist der Regierungs- und Parlamentssitz der Freien und Hansestadt Hamburg. Es wurde 1897 erbaut und wirkt mit seiner breiten Front und dem hohen Turm fast wie ein Palast. Mit seinen 647 Räumen besitzt es außerdem 3 Räume mehr als der Buckingham Palace. Das Rathaus ist also in jedem Fall eine Sehenswürdigkeit und immer ein Besuch wert. Nur einen Katzensprung vom Hamburger Rathaus entfernt liegt der Jungfernstieg. Ein Genuss für alle, die es lieben zu shoppen. Ihren Namen bekam die Flaniermeile, weil im 19. Jahrhundert Familien ihre unverheirateten Damen, die Jungfern, auf dieser Straße spazieren führten. Vom Jungfernstieg aus kann man auch das Alsterpanorama genießen. Die Alster ist der Stadtsee, der im Binnen- und Außenalster geteilt ist und ein zentrales Wahrzeichen und Identitätsmerkmal Hamburgs darstellt. Die Alster entstand im Mittelalter, diente als Trinkwasserversorgung und zum Antrieb von Mühlen. Heute beherbergt die Alster Segel- und Ruderclubs und ist für eine entspannte Bootstour zu empfehlen. Nicht nur die Alster bietet Wasser, auch die Flete der Elbe laden zu einer Bootstour ein. Vor allem die Speicherstadt ist dabei zu bewundern. Im größten zusammenhängenden Lagerhauskomplex der Welt lagern immer noch Kaffee und Kakao, Gewürze und Teppiche. Außerdem beherbergt die Speicherstadt viele sehenswerte Museen. Vom Internationalen Maritimen Museum über das Zollmuseum bis hin zum Gewürzmuseum am Sandtorkai. Eines der attraktivsten und aktivsten Gegenden Hamburgs ist natürlich der Hafen, dessen offizieller Geburtstag auf den 7. Mai 1189 datiert wird. Der Hafen ist nach Rotterdam und Antwerpen der drittgrößte Europas, dient als Containerumschlagplatz und beherbergt Cruise Terminals, den berühmten Fischmarkt, die Kap San Diego, die als Museumsschiff zu besichtigen ist, sowie den Großsegler Rigmer Rigmers. Wenn Schiffe in Hamburg anlegen, geht es für die Matrosen auf die berühmteste Straße Hamburgs. Mitten im Vergnügungs- und Rotlichtviertel des Stadtteils St. Pauli liegt die Reeperbahn.
Ihren Namen hat sie von den Rebschlägern, die Schiffstaue auf Langbahn herstellten. Heute dient sie dem Vergnügen und davon gibt es jede Menge. Musikclubs, Restaurants, Theater, Bordelle und Kneipen. Nicht nur durch die Matrosen ein multikultureller Ort. Auch dieser Ort bietet Faszinierendes. Heimische und exotische Tiere bestaunt man in Hagenbecks Tierpark. Der Tierpark ist in sechster Generation im Besitz der Gründerfamilie und kann stolz sein auf die Nachzucht von seltenen Tierarten wie zum Beispiel den asiatischen Elefanten. Seit 2006 gibt es auch ein Tropenaquarium zu bewundern. Fernsehturm heißt eigentlich Heinrich-Hertz-Turm, benannt nach dem in Hamburg geborenen Physiker Heinrich Hertz. Als Wahrzeichen der Stadt besitzt der Fernsehturm fast den gleichen Stellenwert wie der Michel. Der Michel, eigentlich St. Michaeliskirche, ist eine Barockkirche und eines der unverwechselbarsten Wahrzeichen der Hansestadt. Sowohl die Kirche selbst als auch der Glockenturm können besichtigt werden. Das beeindruckende Panorama der Stadt entfaltet in 82 Meter Höhe seine Wirkung. Das waren Sie, die schönsten Hamburger Sehenswürdigkeiten. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.